Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Biochemie Now. Heute beenden wir die immunologische Reihe und wir besprechen heute insbesondere als großen Punkt das Komplementsystem. Das ist auch eines der wichtigen Mechanismen, sowohl der adaptiven, erworbenen als auch der angeborenen Immunantwort, was gerne mal im Physikum gefragt wird, wo es viele Komplexe und Faktoren gibt, die man können muss. Und da gebe ich euch ein paar Eselsbrücken und Merkhilfen, wie ihr da in diesem Wirrwarr zurechtfindet und wie überhaupt so dieses System erstmal aufgebaut ist. Dazu kommen dann noch regulatorische und klinische Aspekte. Und als zweiten Teil geht es dann noch über Zytokine und NK-Zellen. Zytokine ist so eher ein Randthema, aber auch da kann man sicherlich noch einige Punkte mitnehmen, beziehungsweise auch wenn man mal über den Tellerrand hinausschauen will, ist das eigentlich ein ganz nettes Thema, weil es einem doch immer mal wieder begegnet. Insbesondere hier wichtige Vertreter, die im Physikum gefragt werden. Und schließlich dann am Ende noch eben zu den NK-Zellen. Genau, das wird so der Ritt heute und ich habe jetzt Bock darauf und wünsche euch viel Spaß. Wir legen los. Wir legen los mit einer eingezoomten Übersicht über das Komplementsystem. Also das Komplementsystem an sich, das hat erstmal drei beginnende Wege. Der Abschluss ist immer der gleiche, aber der Anfang ist sozusagen anders. Das Komplementsystem kann über den klassischen Weg aktiviert werden. Das sind Antigen-Antikörperkomplexe, die dann eine Rolle spielen. Antikörper sind dabei, das heißt, es gehört zur erworbenen Immunantwort. Während der alternative Weg, klingt vielleicht schon im Namen, ist alternativ, gehört zur angeborenen Immunantwort. Alternativ angeboren. Das läuft über pathogene Oberflächen ab, zum Beispiel Oberflächen von Bakterien durch spontane Hydrolyse eines der Komplementfaktoren, siehe gleich. So eine Zwischenrolle bildet dieser mananbildende Lektinweg. Mananbildendes Lektin, Manan ist ja so eine Abkürzung so ein bisschen für Mannose. Da geht es darum, dass Mannose gebunden wird. Mannose ist ganz häufig in Bakterien vorhanden. Ihr erinnert euch vielleicht an den makrophagen Mannose-Rezeptor in der ersten Folge. Da spielt auch so ein bisschen dieser mananbindende Lektinweg daran an. Wie man sich den merken kann, wenn man den klassischen Weg kennt, er läuft faktisch genau wie der klassische Weg ab, wie ihr gleich sehen werdet, nur dass es halt über Mannose aktiviert wird, nicht über Antikörper. Und diese Zwischenstufe des MBL-Wegs ist aber darin begründet, dass der hier auch zu dem Angeborenen gehört. Das heißt, funktioniert wie der erworbene Weg, aber gehört zu den Angeborenen. Okay. Das heißt, wir haben hier diese drei Wege und die enden letztendlich alles in einer Art C3-Konvertase. Diese C3-Konvertase spaltet diesen Komplementfaktor 3 in ein C3a und C3b. Und das C3b ist eine wichtige Rolle, denn das ist schon so ein Opsonin. Es bindet, kann dann Komplementrezeptoren bilden und dazu sorgen, dass zum Beispiel Makrophagen schon dieses Bakterium fressen. Das Opsonierung, was war nochmal ein Opsonin als Beispiel? CRP. CRP ist genauso ein Opsonin wie C3b oder MBL. Und auch ganz wichtig, es gibt immer einen Porenkomplex mit Lyse, der hier in der Kaskade mit aktiviert wird. Und dieser Porenkomplex, der bildet sich dann aus Komplementfaktoren C5b sowie C6 bis C9. Dann steht halt hier so eine Art Pore, wie wenn ich so ein Loch durch so ein Bakterium schieße und ich da so einen Randbildner brauche, um dieses Loch zu erstellen. Das sind einfach diese ganzen Faktoren, die sich zusammenlagern. Und dann kann so ein Bakterium auch lysiert werden und halt damit getötet werden. Und dann haben wir noch chemotaktische Stoffe, dazu gleich noch. Aber das schon mal mitnehmen, also das Komplementsystem, die drei Wege. Es gibt einen klassischen Weg, es gibt einen alternativen Weg. Und alles endet irgendwie hier in diesem Bereich über eine C3-Konvertase. Jetzt zu den Details. Und zwar zu den Details des klassischen Wegs. Der klassische Weg, der beginnt, wie gesagt, über Antigen-Antikörperkomplexe. Und wir gehen jetzt durch diese ganzen Komplementfaktoren durch, denn die muss man leider können. Klassisch fangen wir auch mal ein mit dem ersten Komplementfaktor, nämlich Komplementfaktor 1, also C1. Da gibt es jetzt ein C1Q, ein C1R und ein C1S. So, dieses C1Q ist wie so wie so eine Tentakelhand. Es hat hier so sechs Fortsätze. Und
C1Q ist meistens mit C1R und C1S in so einem Komplex schon verbunden. Denn C1Q ist der, der C1R aktiviert, was wiederum bei erfolgreicher Aktivierung S spaltet. Deswegen sind die zusammen aktiviert. Also C1Q aktiviert C1R, um C1S zu spalten. Wie wird jetzt C1Q aktiviert? Eben über Antikörper. Und zwar können zwei IgG bzw. ein IgM diesen C1Q-Komplex aktivieren. Also nochmals, zwei IgG oder ein IgM können C1Q aktivieren. Interessanterweise muss das IgM gebunden sein. Das darf nicht in Lösung sein. Das reicht nämlich nicht aus. Aber es ist ein gebundenes IgM, zum Beispiel an der Oberfläche, an irgendeiner Oberfläche von ja, Bakterium oder einer Zelle, reicht aus, um C1Q zu aktivieren. Genauso wie zwei IgG immer ausreichen, um C1Q zu aktivieren. Und C1Q spaltet dann über, C1Q aktiviert dann C1R, was dann C1S spalten kann. Was auch klar wird hier schon mal, wenn ich es betone, es funktioniert nicht mit IgD, es funktioniert nicht mit IgA, es funktioniert nicht mit IgE. So. Aber das ist der Beginn. C1Q spaltet über C1R, C1S. So. Das gespaltete C1S sind übrigens alles Proteasen. Ihr müsst euch vorstellen, die Spaltung läuft ja meistens über Proteasen. Limitierte Proteolyse haben wir häufig Serin-Threonin, Aminosäurereste dran beteiligt, nochmal als Wiederholung. C1S, jetzt geht's weiter, spaltet den Komplementfaktor C4 und C2. Er fängt zuerst mit C4 an. C4 wird in C4a und C4b gespalten. C2 wird in C2a und C2b gespalten. Normalerweise ist das eigentlich auch das Typische. Es gibt immer ein A-Fragment nach der Spaltung, es gibt ein B-Fragment nach der Spaltung. Nur hier ist es halt mal QRS, weil es irgendwie nicht so ganz passt. Aber alle anderen Komplementfaktoren, die nimmt man immer dann A oder B. Und generell sagt man, A ist das kleinere Fragment und B ist das größere Fragment. Mit einer Ausnahme, die tatsächlich jetzt schon kommt. Aber normalerweise, A ist das kleinere Fragment und B ist das größere Fragment. Ich hatte mal vorhin angedeutet, dass die A-Fragmente hier ne, so eine chemotaktische Rolle machen. Das könnt ihr ja schon mal merken. C3a, C4a und C5a machen alle Chemotaxis. Zwar sogar so starke Chemotaxis, dass sie bis hin zu Anaphylaxien gelten, also wie bei einem anaphylaktischen Schock mit Kreislaufdysregulation, Gefäßweitstellung, deswegen kennt man die auch Anaphylaxine nennen. Aber alle die Komplementfaktoren ab 3 aufsteigend, C3a, C4a, C5a sind alles chemotaktisch wirksame Stoffe bzw. Anaphylaxine. So, das heißt, nochmal C1S spaltet C4 in C4a und C4b. C4a können wir schon mal gedeckt abhaken, chemotaktisch. So. C4b lagert sich jetzt in dem Fall mit dem C2a-Fragment des anderen zusammen. Vorsicht! Bei mir lagert sich es mit C2a zusammen. Ihr werdet aber auch Lehrbücher lesen oder auch Ambosse lesen, wo steht, ja, C4b lagert sich mit C2b zusammen. Was soll denn jetzt der Kram? Totale Verwirrung. Ja, normalerweise wird das kleine Fragment A-Fragment genannt. Nur bei C2a hat man eigentlich, so wie ich es noch gelernt habe, C2a als großes Fragment benannt. Aber nur bei dem hier. Warum? Man hat es zuerst entdeckt. Deswegen habe ich noch gelernt, C4b plus C2a, wobei C2a eigentlich hier das größere Fragment ist, lagert sich zusammen. Es ist aber nicht falsch, wenn ihr lernt, C2b und C4b lagern sich zusammen. Ihr müsst halt immer bedenken oder dazu sagen, es ist das größere C2-Fragment. Okay. Ich denke, das hat jetzt schon mal ein paar Verwirrungen beseitigt. Also, C1S spaltet C4 in C4A, C4B, C4A Chemotaxin, bla bla bla, C2, C2A, C2B. Das größere Fragment lagert sich mit C4B zusammen. So. Und dadurch, dass sich das jetzt zusammenlagert, sind wir hier schon bei der C3-Konvertase angelangt. Denn C4B plus C2A, beziehungsweise das größere Fragment des C2 gespaltenen Komplementfaktors, bildet die C3-Konvertase. Die C3-Konvertase,
die hilft dann hier diesen Schritt zu vollenden. Nämlich sie macht was? Sie spaltet natürlich C3 in C3A, C3B, ach C3A, ja, Chemotaxin haben wir schon gedanklich abgeordnet, abgehakt, wunderbar. C3B ist jetzt unser Opsonin, was an Komplementrezeptoren binden kann und zum Beispiel auch für die Elimination von Makrophagen binden kann. Es macht aber noch Folgendes, das C3B. Das C3B macht jetzt aus einer C3-Konvertase, wenn sie es jetzt auch noch anlagert, also C4B plus C2A plus C3B, das macht eine C5-Konvertase. Ja, geil. Das heißt, ich kriege aus einer C3-Konvertase durch Anlagerung von C3B auch eine C5-Konvertase. Und die spaltet dann das C5 in C5A, C5B. Ach, C5A, ja, Chemotaxin, gedanklich abgehakt, wunderbar. Jetzt haben wir noch C5B. Und C5B kann dann mit C6, C7, C8 und C9 zusammen diesen Porenkomplex bilden. Das nennt sich auch MAC-Komplex, der dann zur Lyse bzw. zum Tod eines Erregers führen kann. Und das ist die Endstrecke dieses klassischen Wegs. Ihr könnt auch sagen, bei dem C5, bei der C5-Konvertase ist immer dieses C2-Fragment, also das größere, entweder ob ich es jetzt A oder B nenne, ist immer das, was spaltet. Also dieses Fragment, dieses Komplexes ist das, was für die Spaltung von C5 zuständig ist. Deswegen ist es hier unterstrichen. Aber damit habt ihr den klassischen Weg eigentlich drauf. Wir wiederholen es jetzt nochmal ganz schnell. Kleinen Moment. Also, wir haben C1Q, das braucht entweder zweimal IgG oder ein IgM, nicht in Lösung, sondern gebunden, um es zu aktivieren. C1Q tut dann über C1S spalten. C1S spaltet dann C4 in C4R, C4B, C4R Chemotaxin weg. Und dann spaltet C2 in C2A und C2B. Das größere C2-Fragment, bei mir C2A plus C4B, wird dann zu C3-Konvertase. Bei dem anderen weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, was das macht. Das könnte eventuell auch ein Chemotaxin sein, das ist nicht so wichtig. Jedenfalls, die C3-Konvertase hier spaltet dann C3 in C3A, C3B, C3A, Chemotaxin weg, C3B erlagert sich dann mit den beiden zur C5-Konvertase zusammen. C5 wird dann zu C5A, C5B gespalten, C5A wieder weg, Chemotaxin, C5B macht den Porenkomplex fertig. Gut, haben wir den klassischen Weg gelernt, das ist doch gar nicht so schwierig. Jetzt geht es zum alternativen Weg. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe das jetzt schon hier an dieser Zeichnung, was dabei rauskommt, ist das Gleiche. Wir kriegen eine Pore mit einem Erregertod. Wir kriegen auch C3-Konvertasen, wir kriegen auch C5-Konvertasen. Die sind jetzt nur anders zusammengesetzt, aber die sind äquivalent. Also gleich schon mal merken, die C3- und die C5-Konvertase des alternativen Wegs ist äquivalent, aber halt anders zusammengesetzt wie die des klassischen Wegs. Wie passiert jetzt der alternative Weg? So, ich habe euch jetzt ein wichtiges Detail noch unterschlagen, nämlich ihr müsst Folgendes bedenken. Dieses ganze Ding, das ist ja potenziell gefährlich, ne? Wenn hier so Komplementfaktoren aktiviert werden, die hier irgendwie irgendwo binden und opsonieren können und was weiß ich, das macht den Riesen, könnt ihr einen Riesen Schabernack treiben im Immunsystem. Das heißt, es ist potenziell gefährlich und es braucht Regulation. Eine dieser Regulationen ist, dass das Ganze eigentlich nur auf so einer Erregeroberfläche stattfinden kann. Denn dieses C4, sowohl das C3, das besteht aus einer Thioesterbindung. Nur wenn diese Thioesterbindung sich wirklich an einer Erregeroberfläche aktiviert wird, das müsst ihr jetzt einfach mal so ein bisschen mitnehmen, nur wenn dieser Thioester an einer Erregeroberfläche aktiviert wird, nur dann läuft hier dieser klassische Weg ab. Wenn der Thioester in Lösung aktiviert wird beim klassischen Weg, dann reagiert es mit Wasser und dann passiert nichts. Zumindest beim klassischen Weg. Das heißt, wichtig beim Komplementsystem ist, es passiert nur auf der Erregeroberfläche. Und das liegt daran, dass wir so eine reaktive Thioesterbindung haben, die mit einer Erregeroberfläche reaktivieren muss. Jetzt ist es beim alternativen Weg aber so, dass sich der Thioester in C3 auch spontan hydrolysieren kann. Und wenn der Thioester sich in C3 spontan hydrolysiert, das heißt in Lösung, jetzt in dem Fall, dann passiert Folgendes. Es lagert sich ein Faktor B an und dann lagert sich wiederum ein Faktor D an, wenn sich der Faktor B anlagert. Also jetzt haben wir erstmal einen hydrolysierten C3, da könnte man auch C3H2O schreiben, plus Faktor B plus Faktor D. Okay.
Dieser Faktor D ist eigentlich immer nur da, um Faktor B zu spalten. Also spaltet Faktor D jetzt in diesem Komplex Faktor B in BA und BB. BA können wir wieder wegstreichen, das ist das kleinere Fragment. Jetzt haben wir Faktor BB. Und Faktor BB kann sich jetzt mit dem löslichen C3 anlagern. Und jetzt haben wir eine Art lösliche C3-Konvertase. Denn wenn ich BB habe plus C3 mit hydrolysierter Thioester, dann kann das jetzt lösliches C3 in C3A und C3B spalten. Das heißt, der Körper bereitet hier schon mal sowas vor in Löslichkeit. Aber es ist noch nichts passiert. Und jetzt kann es aber sein, dass das C3B, was hier schon gespalten ist, ne, hier würde es ja erst auf Erregeroberfläche passieren. Aber wenn wir löslich gespaltenes C3B haben, wenn wir eine lösliche C3-Konvertase, dann kann sich jetzt dieses C3B erneut mit einem BB zusammenlagern. Das heißt, hier würde wieder sozusagen, wie die C3-Konvertase würde hier das ablaufen. Hier würde C3B sich mit B zusammensetzen, dann würde D kommen und BB draus machen. Jetzt ist dieses C3B plus BB, also C3B, weil das kann ja nur an der Erregeroberfläche passieren, eine äquivalente C3-Konvertase zu dem klassischen Weg. Ganz schön verwirrend. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Spontane Thioester in C3, spontan hydrolysierte Thioester, locken Faktor B an und Faktor D machen BB draus über Faktor D. C3 plus BB in Lösung kann auch schon C3 spalten in C3A und C3B. Und C3B plus BB macht eine C3-Konvertase des alternativen Wegs. Und was passiert hier logischerweise, wenn es eine C3-Konvertase ist? C3B plus BB spaltet C3 wieder in C3A und C3B. Und jetzt brauchen wir noch eine C5-Konvertase. Jetzt tut sich das C3B einfach wieder mit der C3-Konvertase zusammenlegen, nämlich des alternativen Wegs. Jetzt haben wir C3B, BB und nochmal C3B. Ja, witzig. Und jetzt haben wir wieder eine C5-Konvertase, die äquivalent zu dieser C5-Konvertase ist. Nur hier ist sozusagen das BB das, was spaltet. Hier war es das C2A, beziehungsweise das größere Fragment des C2s. Hier ist es das BB. Und dieser Faktor BB spaltet jetzt C5 wieder in C5A und C5B, Porenkomplex, bim, fertig. Genau. Das heißt, der Übersichtlichkeit halber, die C3-Konvertase des alternativen Wegs, ihr könnt nochmal die Augen zumachen, um euch das vorzustellen, war was? C3B plus BB. Und davon muss eine lösliche passieren über C3 und BB. Beim klassischen Weg war es C4B, weil die A sind immer Chemotaxine, plus C2A, plus, war die C3-Konvertase. Und C2A plus C4B plus C3B ist die C5-Konvertase des klassischen Wegs und C3B plus BB plus C3B, also zweimal C3B insgesamt, ist die C5-Konvertase des alternativen Wegs. Bam! Das ist das Komplementsystem. Geil, oder? Jetzt habt ihr doch was richtig Gutes gelernt, oder? Da könnt ihr richtig stolz auf euch sein. Wunderbar. Und wichtig ist eben nochmal die Erregeroberfläche als Hindernis, dass es jetzt nicht komplett in Lösung passieren kann. Ne? Der alternative Weg, der geht auch nur so weit, bis hier dann wäre Schluss. Wunderbar. Jetzt haben wir das ein bisschen verdaut. Und jetzt gehen wir noch so ein paar klinische und regulatorische Aspekte durch. Regulatorische Aspekte sind wichtig, da die Erregeroberfläche bei weitem nicht ausreicht, um dieses komplexe System in Schach zu halten. Da haben wir noch bestimmte Zytokine tatsächlich, in dem Fall sind es Chemokine, die an der Regulation beteiligt sind. Nämlich wir haben das CA1 sowie das MCP, was wieder an den entscheidenden Faktoren, nämlich im klassischen Weg C4b, beziehungsweise halt dann C3b wirken kann. Und hier wirkt das CA1 sowie das MCP über C4b. Das bindet nämlich C4b und dann kann ein Faktor I, das heißt einfach Faktorinhibition, deswegen hat man es I genannt, das ist also auch wieder komplett naheliegend, wenn man weiß, dass I für Inhibition steht.
dieser Faktor I inhibiert Faktor 4b zu 4 C4d und ist dann, dann ist halt inaktiv. Und das geht halt über CR1 ins MCP. Der Faktor I kann auch über CR1 den Faktor C3b zu C3i spalten. Da braucht es aber noch einen Faktor H dazu. Das heißt, über Faktor H kann es auch C3b zu C3i inaktiv gespalten werden. Oder halt CR1 und MCP spalten über Faktor 1 C4b zu C4d und macht das inaktiv. Das ist schon sehr Detailwissen. Also, wenn das zu viel sein sollte, dann macht hier einen Cut oder dass ihr es mal gehört habt. Aber das ist dann auch gut. Das könnt ihr euch irgendwie auch herleiten. Die unteren Sachen sind schon wieder interessanter. Es gibt noch so einen Faktor P, das stabilisiert die C3-Konvertase des alternativen Wegs. Der nennt sich Properdien. Und jetzt gibt es noch zwei interessante Sachen, nämlich CD59. Wenn das eine Zelle trägt, verhindert es die Porenbildung. Also das C5b bis C9 Porenbildung wird durch CD59 verhindert. Kann ja ein Schutzmarker sein für bestimmte Zellen vielleicht. Und der C1-Inhibitor, ja, der inhibiert halt C1. Okay, das heißt, es gibt einen Inhibitor auf C1-Level, es gibt CD59, es gibt auch einen stabilisierenden Faktor und es gibt ja halt hier das, was C4b und C3b spalten kann. Jo. So, jetzt ist was Interessantes. Dieses CD59, um den ersten klinischen Aspekt mal zu bringen, der hier aber unten kommt, das trägt Erythrozyten. Erythrozyten tragen diesen CD59. So. Erythrozyten mit CD59, die sind also geschützt davor, dass die Erythrozyten hemolysieren durchs Komplement. Jetzt gibt es aber eine Erkrankung, die nennt sich paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie oder PNH genannt. Da fehlt dieses CD59. Warum? PNH-Patienten haben eine Mutation im GPI-Anker. Ne? GPI-Anker, Glykosylphosphatidylinositol-Anker, was ja zum Beispiel Proteine der Zelle stabilisiert, indem sie sie in der Zellmembran verankern. Ne? Das habe ich euch in den Biomembranen mal erzählt. Ne? Prenylierung, Acylierung, Genranyl, Farnesylreste, Myristoylierung, denkt doch mal daran. Wenn der GPI-Anker fehlt, fehlt auch die CD59-Bindung. Was passiert? Die Erythrozyten hemolysieren andauernd. Also die brauchen dauernd Bluttransfusionen, deswegen haben die auch roten Urin. Da kann das auffallen. Die fallen dadurch auf, dass sie mit 20, 30 plötzlich anfangen, roten Urin zu pinkeln. Und das ist nicht medikamentös bedingt, das ist nicht porphyriebedingt, sondern die haben eine Störung in diesem GPI-Anker. Und dann fehlt denen die CD59-Bindung, die Iris hemolysieren und das ist halt Kacke. Ne? Was kann man machen? Man kann Bluttransfusionen machen oder man gibt einen Inhibitor von C5, nämlich das Ecolizumab. Das ist ein monoklonaler Antikörper, deswegen monoklonaler Antibody Ecolizumab. Das inhibiert das C5 und damit die Porenbildung an der C5-Konvertase. Wegen diesem CD59. Und jetzt könnt ihr es erklären, warum. Wegen Komplement und so und, ne, und geil. Cool, oder? Dann gibt es noch einen klinischen Aspekt. Es gibt Leute, die haben einen Mangel von dem C1-Inhibitor. Das äußert sich in einem hereditären Angioödem. Das sind Leute, die haben eine Schwellung von Lippen, vor allem von Lippen, aber auch von anderen Körperteilen kann das sein, dass sie halt einfach so wie so eine Allergieartig schwellen. Es ist aber keine externe Allergie, sondern es ist bedingt durch eben einen Mangel an C1-Inhibitor. Oder man nennt das im klinischen Sprachgebrauch auch C1-Esterase-Inhibitormangel. Und das ist ein Angioödem, das man nur bekämpfen kann, indem man diesen C1-Esterase-Inhibitor spritzt. Und das ist die Therapie davon. Den C1-Esterase-Mangel-Inhibitor, der wird gespritzt. Und das ist sehr wichtig für diese Patienten im Laufe der Therapie. Ich möchte noch zwei klinische Aspekte ergänzen. Der erste Aspekt handelt von dem Komplementrezeptor 1, das heißt auch hier CR1-Rezeptor, ist jetzt getrennt von diesem CR1 zu betrachten. Der existiert an Erythrozyten und der kann auch dieses C3b binden. Und das spielt insbesondere eine Rolle am Ende einer Infektion, wenn ganz viele Immunkomplexe angefallen sind und ganz viele Antikörper-Antigenkomplexe gebildet wurden.
Und die binden dann über C3b an Erythrozyten. Und Erythrozyten wandern dann in die Milz und werden dort eliminiert. Oder sie können auch in der Leber eliminiert werden, über Kupferzellen, die in der Leber als Makrophagen stationär ansässig sind. Das heißt, so gehe ich, so schaffe ich die Immunkomplexe aus dem Körper. Und es gibt noch eine klinische Sache, die wichtig ist, und zwar sogenannte autoimmunhemolytische Anämien. Und zwar sind es Anämien, die durch Antikörper vom Wärmetyp, das sind IgG, beziehungsweise vom Kältetyp, das sind IgM, bedingt sind. Und gerade bei dem Kältetyp kann so ein IgM-Antikörper, der muss ja gebunden sein, dass er das Komplement startet. Und deswegen können gerade diese Kältetyp-autoimmunhemolytischen Anämien über das IgM, was dann an ein Erythrozyt bindet, das Komplement starten und dann fälschlicherweise ein Erythrozyt hämolysieren. Und dann kommt es zu der intravasalen Hämolyse und diese intravasale Hämolyse macht dann einen Teil der anämiebedingten Symptomatik der Kälteagglutinine aus. Es gibt natürlich auch eine extravasale Hämolyse über die Erythrozyten, die letzten Endes zum Beispiel in Leber und Milz einfach zerstört werden. Das ist dann die extravasale Hämolyse. Aber ja, so spielen auch bei autoimmunhemolytischen Anämien das Komplementsystem eine Rolle. Und ihr seht halt ein paar Aspekte, warum das wichtig ist, dass man das mal gehört hat. Wunderbar. Dann habt ihr den Großteil des heutigen Videos geschafft, aber wir gehen jetzt noch kurz die Zytokine durch. Zytokine sind eigentlich kleine Moleküle, die auch ganz kurzfristig gebildet werden. Und man teilt sie in vier Unterkategorien ein, und zwar die Wachstumsfaktoren, die Interleukine, die Chemokine und die Interferone. Das sind die vier Klassen, die jetzt gleich noch kommen werden. Zytokine, die wirken eigentlich meistens pleiotrop, zum Teil können sie auch autokrin wirken, insbesondere Interleukin 2 wirkt autokrin zur Stimulation der T-Zellen. Und die Wirkweisen von Zytokinen sind ganz unterschiedlich. Meistens läuft es auf Proliferation, Differenzierung, Migration oder Apoptose von Zellen des Immunsystems raus oder von Zellen, die helfen, dass das Immunsystem in Gang kommt. Genau, das heißt, Zytokin ist immer so der Oberbegriff für alles. Das ist schon mal wichtig mitzunehmen. Und dann reden wir kurz über diese drei Klassen, die links hier stehen, bis ich zu einem etwas größeren Teil komme bei der vierten Klasse. Und wir fangen an mit den Wachstumsfaktoren. Das sind alles die, wo eigentlich ein F drin steht, bis auf GCSF, das wird zu den Interleukinen gezählt, interessanterweise. Aber CSF, EGF, IGF, Early Growth Factor, Insulin Growth Factor, das sind alles Wachstumsfaktoren. Und Wachstumsfaktoren wirken wie? Denkt an mein Signaltransduktionsvideo über Rezeptor-Tyrosinkinasen zum Beispiel. Also ich habe jetzt geschrieben über Rezeptoren mit intrinsischer Kinase, meistens sind es halt Tyrosinkinasen. Das heißt, bindet und dann Tyrosinkinasen phosphoryliert und dann geht bei den Wachstumsfaktoren der Ras-Raf-Mab-Kinase-Weg los. Ras ist ein monomeres G-Protein, häufig hier auch als Proto-Onkogen immer in Gefahr bei irgendwelchen Mutationen von zum Beispiel bestimmten Krebsarten. Raf ist eine Mab-Kinase-Kinase-Kinase, die stimuliert eine Mab-Kinase-Kinase und die stimuliert eine Mab-Kinase. Ja, das klingt total bescheuert, aber so ist das. Genau dieser Ras-Raf-Mab-Kinase-Weg ist sozusagen der, über den die Wachstumsfaktoren nach Rezeptor-Tyrosinkinasenbindung funktionieren. Ja, dann haben wir die abgehakt, dann gehen wir zu den Interleukinen. Interleukine sind, wie gesagt, alle die, die einen IL im Namen haben, IL-1 bis 13, aber auch TNF-Alpha, TGF-Beta zählt dazu und eben GCSF lustigerweise. Und die wirken über Rezeptoren, die dann später an Kinasen gekoppelt sind, also nicht direkt, sondern später. Und das läuft dann über den Januskinase-Stattmechanismus oder ich nenne das immer Jak-Stat-Weg. Das sind auch Phosphorylierungen von Transkriptionsfaktoren, die dann eine Rolle spielen. Und auch die sind wichtig in der Immunantwort. Siehe gleich Nummern bei den Vertretern. Dann haben wir die Chemokine. Die werden unterteilt in CC- und CXC-Klassen. Da haben wir jetzt zum Beispiel MCP gehabt oder CPA1. Und die wirken jetzt lustigerweise über G-Proteine. Also alle anderen wirken über Tyrosinkinasen oder Phosphorylierung über Kinasen. Und die wirkt jetzt über G-Proteine, und zwar über natürlich G-Protein-gekoppelte Rezeptoren und dann einem inhibitorischen G-Protein. Also das sind mal ein Beispiel für inhibitorische G-Proteine.
Und die sorgen für die Migration von Zellen häufig. Also jetzt nicht alle, aber das ist so ein, das ist häufig eins, was über Migration von Zellen wirkt. So, und jetzt noch zu den Interferonen. Die mache ich ein bisschen ausführlicher. Grund, es gibt erstmal zwei Typen. Es gibt die Typ 1 Interferone, das ist Interferon Alpha, Interferon Beta und so ein paar andere noch, die unbekannter sind. Und dann gibt es jetzt Typ 2 Interferone, das sind Interferon Gamma. Und Interferone wirken auch über JAK-STAT und Rezeptoren, die später an Kinasen gekoppelt sind. Also das muss man hier wegstreichen mit dem Tyrosin. Man kann sagen, das Interferon Beta ist ubiquitär synthetisiert, das Interferon Alpha eher so an so typische Immunzellen wie Monozyten, Makrophagen, Lymphozyten und Interferon Gamma an so ein bisschen so die Killer, an die zytotoxischen T-Zellen und auch die NK-Zellen, die sitzen hier in Interferon Gamma und zum Teil auch die TH1-Helferzellen, die dann ja wichtig sind in der Stimulierung später von den zytotoxischen Zellen, die sitzen hier Interferon Gamma und Interferone, die werden jetzt häufig durch doppelsträngige RNA induziert. Und die sind wichtig in der Virusantwort. Vieles war ja Bakterienantwort, aber das ist jetzt in dem Fall vor allem Virusantwort. Denn Interferone hemmen die Virusreplikation, zum Beispiel über die Oligoadenylat-Synthase, die wird synthetisiert. Die synthetisiert dann eine Ribonuklease L und die baut dann Single-Strand-RNA zum Beispiel ab. Jetzt haben wir auch noch die P1-Kinase, die phosphoryliert E. IF2 und ja, da haben wir den Link zum Translationsvideo. Ein phosphoryliertes IF2 kann die Translation nicht starten, so wird die Translation von befallenen Zellen mit dem Virus gestoppt. Dann haben wir noch ein MX-Protein, das ist wichtig für die Influenza-Resistenz, das wird auch durch Interferone synthetisiert. Das heißt, Interferone sind schon sehr wichtig in der Virusantwort. Ne? Sie hilft aber auch der zellulären Immunantwort, zum Beispiel über MHC-Proteine, die hochreguliert werden, über Proteasomen und über TAP-Transporter, die waren ja nochmal wichtig, um die MHC1-Moleküle mit Antigenen zu beladen. Das wird ja alles hochreguliert. Warum ich das jetzt so ausführlich mache, hat den Grund, in der Klinik wird zum Beispiel Interferon Alpha als Therapieoption bei Hepatitis B angewandt. Das wird ja hier in diesen Immunzellen synthetisiert und man geht davon aus, dass die auch Hepatitis B durch die Gabe so ein bisschen mehr in Schach halten können. Während Interferon Beta, was so ein bisschen ubiquitär ist, wirkt bei Multipler Sklerose tatsächlich. Also, das sind zwei Interferone, die man bei Hepatitis zum Beispiel geben kann, bei einem Virus und bei auch einer Autoimmunerkrankung, was halt natürlich spannend ist. Und wenn man später sich fragt, ja, warum eigentlich, dann kann man jetzt denken, ja, das war so und darüber und darüber und damit hat man wieder einen klinischen Bezug hergestellt. Also, Interferone auch ganz wichtig als Teil der Zytokine in der Bedeutung der Immunantwort. Okay. Dann haben wir jetzt hier eine Box mit den wichtigsten Vertretern. Wenn ihr jetzt das alles nicht mitnehmen wollt, weil es schon viel ist, dann merkt euch einfach nur diesen Kasten. Das sind nämlich die Sachen, die im Physikum gefragt werden. Ich habe mir immer gemerkt, Makrophagen sezernieren IL-1, 6 und 12. 2 mal 6 ist 12, wobei es ist einmal 6 ist 12, aber irgendwie ist es immer ein 6er Abstand. 1, 6, 12. Makrophagen, das sind proinflammatorische Zytokine. In dem Fall Interleukine. IL-2 macht eine autokrine Selbststimulation der T-Lymphozyten. Das heißt, die teilen sich dann auch dadurch mehr und es läuft über die IL-2-Rezeptor, das ist ein Heterotrimer. Wir haben aber auch eben in T-Lymphozyten wichtige Zytokine, nämlich TNF-Alpha, TNF-Beta, ganz viele Interferone und eher die Interleukine 2 bis 5. Und so stumpf das klingt, wenn man das dann letzten Endes kann, reicht das auch aus. Und noch hier als Zusatzinfo, Interferon Gamma, wichtig in NK-Zellen. Wenn die irgendwas sezernieren, dann ist das meistens Interferon Gamma. Und es gibt noch so Faktoren wie IL-7, was wichtig ist in der B-Zellentwicklung. Also das reicht vollkommen aus, um die meisten Fragen eigentlich zu beantworten. Okay, und jetzt zu guter Letzt noch zu NK-Zellen. Das mache ich jetzt wirklich ganz schnell. Die NK-Zellen sind immer vor allem dann wichtig, wenn zytotoxische T-Zellen befallene Zellen nicht erkennen. Ihr müsst euch aber vorstellen, Viren und Bakterien haben auch im Laufe der Zeit Mechanismen entwickelt, um der Immunantwort zu entkommen. Zum Beispiel blockieren sie MHC1, was halt nicht die Aktivierung der zytotoxischen T-Zellen ermöglicht. Ne? Denkt an MHC1, 1 mal 8 gibt eine CD8 plus MHC1 für die zytotoxischen T-Zellen. Oder die blockieren die Apoptose von diesen Zellen, dass sie weiter schön Virusbestandteile produzieren. Und da kommen jetzt die NK-Zellen ins Spiel, denn die erkennen über nicht erklärte
geklärte Weise, dass zum Beispiel so eine MHC1-Expression verringert ist oder dass hier irgendwas mit der Blockade der Peptide nicht stimmt. Diese NK-Zellen, die killen dann sozusagen ein paar befallene Zellen weg, bevor dann die adaptive Immunantwort erst so richtig startet mit den T-Zellen. Das heißt, die muss am Anfang vor allem schon so ein bisschen die Zeit überbrücken und mit den Zytokinen etc. schon das Immunsystem darauf vorbereiten, da stimmt was nicht. So diese Übergangszeit halt gut regeln. Und auch wichtig noch, NK-Zellen sind keine T-Zellen, die sind angeboren. Also auch NK-Zellen sind Teil der angeborenen Immunantwort, wie zum Beispiel Makrophagen, wie zum Beispiel der angeborene Weg vom Komplementsystem. Wunderbar. Und NK-Zellen, die werden jetzt über Interferon Alpha aktiviert und sezernieren wiederum Interferon Gamma. Und auch Interleukin 12 aktivieren die NK-Zellen. Makrophagen aktivieren damit auch die NK-Zellen über Interleukin 12. Genau. Und damit sind wir schon am Ende. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was über das Komplementsystem gelernt. Denkt nochmal daran, wie die C3-Konvertase und die C5-Konvertasen im klassischen und im alternativen Weg zusammengesetzt sind, was die Unterschiede sind. Man war am Bilder-Lektin-Weg, war ja so ein schnelles Ding. Denkt so ein bisschen noch an die klinischen Aspekte, an die Regulationsmechanismen. Wenn ihr ganz, ganz flott sein wollt, dann merkt ihr euch auch die Regulationsmechanismen. Und dann bei den Zytokinen zumindest diese schwarze Box, beziehungsweise die Nice-to-Know-Sachen bei den Interferonen, sind auch ganz nett, wenn man sie weiß später. Und schließlich in der Nutshell, was die NK-Zellen machen. Damit bin ich mit der Reihe am Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was lernen können. Und bedenkt immer, so schwer ist Biochemie doch eigentlich gar nicht.